Ja, herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Tutorial erstellen wir unsere Holzhütte, werden mit Partikelsystemen für den Dach und mit Vertex Colors arbeiten und das ganze Haus modular aufbauen. Ja, herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Wir erstellen unsere erste Steinmauer und werden diese Balken hier umzusetzen. Ja, fangen wir einfach mal an. Schieben wir unser Fenster mal zur Seite, damit wir mehr Platz haben. Ja, einmal hier umbenennen auf 3 Meter. Unsere letzte Holzlatte. So, blenden die mal jetzt alle aus. Die brauchen wir erstmal nicht. 1, Frontansicht. Erstellen uns eine Cube. So, das ist jetzt 2 Meter mal 2 Meter. Gehen auf Edit-Modus. Mit Pfeiltaste GZ also nach oben. Steuerungstaste gedrückt halten. Oh. So, Screencast an. Okay. So, und dann zur X-Richtung. So, dass der Origin genau unten links ist. Exakt. Alles klar. Einmal 7. Top-Ansicht. So. B. Box-Select. Und Y-Richtung. Ja, genau. Das ist die passende Größe für uns. Alles klar. Okay. Jetzt subdividen wir das. Moment. Einmal von Ansicht. Ja. Ja, ich sag mal, die Loops, die wir hier jetzt gesetzt haben, könnt ihr genau in der gleichen Menge machen wie die Raster hier, die kleinen Raster, das reicht aus. Danach könnt ihr euch richten. So. Perfekt. Einmal Face Select, Alt-Taste gedrückt und auf diese eine Edge-Kante draufklicken. So selektiert ihr den ganzen Rand sozusagen umzu, die ganze Fläche. Und die entfernen wir jetzt. Die brauchen wir nicht. Perfekt. So. Das reicht. Jetzt können wir unsere Textur gleich hier rauflegen. Sagen New. Stone Wall. Okay. So. So, öffneten wir unsere Textur. Genau, das ist die. Okay, da müssen wir jetzt was ändern. Kessel, da ist es. Okay. Edit-Modus. A, alles selektieren. Da sehen wir schon. Gehen wir auf 1. Project from View. So, okay.
So, wenn ihr hier auf Scale to Bones klickt, wird das automatisch auf die gesamte Textur skaliert. Okay, das haben wir auch. Schauen wir uns mal an. Ja, perfekt. Sieht gut aus. Alles klar. So, jetzt können wir bringen die Texturen erstmal alle rein hier. Moment. Steuerung T. Ja. So. Klicken unsere Image-Textur und duplizieren sie mit der Steuerung-Taste. Duplizieren und die Normal Map. Vektor, Normal Map. So. Genau. So, unsere Steinmauer mit der Textur. Jetzt wollen wir ein bisschen Moos, bisschen dieses, ja, die Feuchtigkeit vom Moos, die wollen wir jetzt an den Rändern ein bisschen übertragen, also auftragen. Das machen wir mit Vertex Color. Genau, ja, bereiten wir uns alles schon mal vor. So, das ist jetzt der Node-Shader, sozusagen der Shader dieser Steinmauer. Die selektieren wir jetzt alle. Shift-D duplizieren die und schieben die darunter. Genau. Und jetzt holen wir uns erstmal die Textur, die wir brauchen für die Vertex-Color. Entschuldigung. Wo haben wir das denn? Nein. Da haben wir es. Ja, da habe ich diese Textur ausgesucht. Genau, die wollen wir haben. Okay. Einmal Rogue. Und einmal die Normal Map. So, einmal hier wieder auf Non-Color und hier auch nochmal Non-Color. So. So, jetzt haben wir die Moos-Textur hier und das ist die Steinmauer. Shift-A. Mix-Shader. Hier in der Mitte und den hier top nach oben setzen. Wir wollen die Moos-Textur als erste Priorität und danach kommt die Steinmauer. Jetzt gehen wir auf Import, Attribute, setzen das hier rein. So, hier ist noch nichts. Ihr seht, dass so ein leichter Schimmer von der Moos-Textur schon drauf ist. Jetzt gehen wir auf Vertex. Hier, Vertex Colors. Einmal Plus. Ja, nennen wir das Plaster Moos. So. Den Text, den wir jetzt hier eingegeben haben, einmal kopieren, STRG C und hier
einfügen. Hier. Hier in den Namenfeld eintippen. So, und jetzt können wir. So. Von oben auf Vertex Paint. Vertex Paint. Das halten wir geklickt. Ja. Und jetzt müssten wir einfach mal den Radius noch etwas verkleinern. Oder gehen hier rauf. Erstmal hier auf Einstellung. Wir haben hier eine Farbskala. Ja. Also hier oben. Erstmal Vertex Paint. Einstellung und hier die Skala. Jetzt haben wir weiß und schwarz. So, und wenn wir das weiß lassen, wird nur ganz wenig aufgetragen. Ja? Und wenn wir es richtig dunkel setzen, komplette Textur. Genau. Ja, und jetzt fangen wir an, hier diese Textur aufzutragen. Ja, das reicht schon mal. Okay. Jetzt auf 1. Jetzt blenden wir unsere Balkenordner wieder ein. Alle. So. Bisschen zur Seite, damit wir mehr sehen können. Das ist ja 2 Meter mal 2 Meter die Steinmauer. Wir nehmen den 2 Meter Balken hier. Der ist hier geklickt. Sagen jetzt Shift D, duplizieren wir die einmal, rechte Maustaste loslassen und sagen jetzt M Scene Collection. So, jetzt ist die Kopie von den 2 Meter Balken hier neben dem Cube. So, jetzt blenden wir den wieder aus. Scene Collection, New Collection, wir nennen das erstmal und sagen Walls. Wall 2x2. So, dann wisst ihr, welche Wand das ist. 2x2 Meter, das ist diese Wand hier. Und die beiden jetzt selektieren und in diesen Ordner einschieben. So, so haben wir. Genau. So, jetzt können wir die Balkenordner wieder ausblenden. Nehmen diesen Balken, drücken dabei Steuerung und platzieren sie an den Rand. So, erstmal. Genau. Okay. So, linke Seite war das, genau. Okay, jetzt schauen wir uns das mal an. Gut, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen skalieren und ein bisschen in der Höhe arbeiten. Mal hier rüber. So. SX. Bisschen größer hier. So. G, Y mit Shift-Taste gedrückt. So, mittig so anlegen. Okay. Oder ein bisschen mehr noch. G, Y. So. Genau. Okay. Und jetzt einmal duplizieren den Balken nach oben,
Und jetzt R Y 90 Grad. So. Jetzt schauen wir das mal an. Doch, das sieht gut aus. Können wir so nehmen. Okay. Jetzt haben wir unser Balken hier raufgesetzt. Diese Stelle hier lassen wir frei, weil wir jede Wand immer auf der linken Seite den Balken setzen, wird hier automatisch die rüber geschoben. So, dann machen wir es mal so. Ich sehe hier, die Textur ist hier natürlich auch. Wir sollten jetzt natürlich jeden Balken mit L selektieren wir jetzt alles und spielen mal mit der Textur hier und schieben die einfach mal ein bisschen in eine andere Richtung. So. Genau. Perfekt. Ja. Okay. Jetzt den Balken selektieren. Shift den Balken und zuletzt die Wand. Steuerung J. So, jetzt haben wir unsere, sagen wir, Steinmauer komplett mit dem Balken gejoint. Es ist jetzt, hat jetzt auch diese Benennung Wall 2x2 Meter, weil wir die Wand zuletzt angeklickt haben. Okay. Ja. Unsere erste Wand ist fertig. So, und den nächsten Teil, da werden wir unsere Wände mit Fenster und Türen versehen. Dann bis später. Ciao.